Tja, hallo und herzlich willkommen zu meinem 100er Abonnenten-Special. Alter, ich freue mich tierisch, dass ich es endlich mal geschafft habe, jetzt endlich mal ein Video hochzuladen. Viele werden sich jetzt von euch denken, 100 Abonnenten, was ist das schon? Im Gegensatz zu den großen YouTubern, klar, bin ich ein kleiner Fisch. Logisch, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber trotzdem, ich finde es so sensationell. Nachdem ich keine Antworten von euch gekriegt habe, was ich jetzt wirklich als Special machen soll, ist Folgendes passiert. Ich habe weder irgendwelche Fragen gekriegt noch sonst irgendwas. Da habe ich mir gedacht, wie kannst du ein Special machen, wo ich mich ein bisschen präsentieren kann, aber auch meine Abonnenten. Aber wie schon gesagt, da seht ihr alles gleich nach dem Intro und wie schon gesagt, bis dahin. Alter, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Das kann so... Nein! Oh mein Gott, nein! Tja, wie schon gesagt, wie kann ich mich als auch meine Abonnenten in den Vordergrund rücken, beziehungsweise ein bisschen was dazu erklären? Fangen wir im wahrsten Sinne des Wortes gleich von ganz von vorne an. Ich habe nämlich meine ersten Videos durchgeschaut, bis zu den letzten. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Aber wie schon gesagt, ohne großes Wort zu verlieren, schaut euch mal mit mein erstes Video an, beziehungsweise meinen ersten Kanal-Trailer. Sehr sensationell auf jeden Fall. Und da deckt sich auch noch einiges auf. Also, bis dahin. Haut sich rein. Bis gleich. Schaffe ich nicht, da muss ich meine Frau bringen. Ich glaube, da kriege ich aufs Maul. Nee, ich lass es. Vorerst. Genau, dann verdurst du lieber. Oh, da steht da. Mag ich nicht. Einen habe ich. Camper. Komm! Diese blöde schwule Maske. Yeah, ich hab den Old Death, die kleine Ratte. Siehst du, kaum scheint die Sonne, habt ihr nichts mehr drauf, Mann. Nichts mehr, ey. Draußen, bei meiner Rechten. Der kommt gleich. Muss mal über. Getasert, du Sau. Ja, wir wissen, wo sie sind, die Bitches. Aber hier sind sie. Fick dich, Arschloch. Die ist ausgeschaltet. Die Typen sind weg. Oder sind die in der Zeit abgenutzt durch Kletterhaken? Ups, Überraschung. Radio. Die Danke. Blöde Drecksau. Wo seid ihr? Nein! Da steht er bei mir im Haus und ich raff's nicht, Alter. Wo ist der Sniper? Wo ist er denn? Oh, ach komm, hör auf. Oh, Junge. Der war geil, ne? Der war ziemlich awesome, muss ich sagen. Der hatte Charakter. Ah, so wie man... Ja, ihr seid noch drin? Das ist schön, denn jetzt kommt die nächste Kategorie, die Tutorial-Kategorie. Und für alle, die immer mal hier und da ein kleines Problem haben mit ihrem PC, da sind sie genau beim Richtigen, nämlich bei mir. Ich weiß, wie es geht und schaut am besten rein. Bis gleich. Enter. Natürlich bestätigen, ist klar. So, und dann geht ihr auf Local Machine, dann auf Software. Dann müsstet ihr erstellen die weiteren Ebenen. Alles wieder hochschieben. Nächste Ebene, ganz wichtig hier unten. Und jetzt einfügen. Dass man die Schablonen natürlich auch noch sieht, ist ja klar. Dafür haben wir den ganzen Place noch nicht geguckt haben oder Gameplays, je nachdem. PNGC ist mein Clan, der Bastion Noobs Gamer Clan. Ich schieb das manchmal über ein paar Sachen mit rüber und deswegen ist das nicht alles so einfach. Auf jeden Fall. Ja. Klicken auf OK, dauert kurz und schon habt ihr es hier drauf. Und dieses Logo hier, was ich mit Cinema 4D gemacht habe, das könnt ihr jetzt auch nochmal extra machen. Das hier kann man dann angleichen. Finde ich immer cool dann mit diesem gelben Strich, was sich hier bildet, dann weiß man 100%. Das hört zeitgleich auf. Einfach beliebig groß machen.
mache das dann hier so in die Mitte jetzt mal beispielsweise. Was ich jetzt auch cool finde, ist Transitions. Ganz cool. Dann machen wir das dann hier so rein, gehen dann auf Anfang und jetzt werdet ihr sehen, so, das glowt dann so rein. Ich lese unwahrscheinlich gerne in den Comments, um zu wissen, wie es bei euch ankommt. Chrome blockiert wird. Wie ihr das Ganze umgehen könnt, zeige ich euch hier, beziehungsweise wie ihr das Ganze aufhebt. Hier steht dann, steht die Datei wiederherstellen, drückt ihr drauf, trotzdem beibehalten und dann ist es wieder da. Kein. Das Ganze auch wieder kopieren, einfügen. Natürlich auch wieder fortsetzen. So, jetzt ist das Gleit 64 Final einfügen. Mit, also wenn alles funktioniert, müssen wir einfach nur noch die ROM öffnen. Normalerweise. Genau. Dann seht ihr diesen Bildschirm und ihr seht, es funktioniert. Ja, das war auch so, genau. Genau dieser Typ, den habe ich gemeint. Nehmt das war eure Positionen ein, umzingelt den Feind und eröffnet das Feuer. So, eine krasse Leitung hier zu abzuballern. Aiming. Achso, weil ich die ganze Zeit gegen die Kiste baller, das ist natürlich auch schön. Die Mega-Bastard hier eigentlich. Boah, Alter, ich glaube, das war eine scheiß Idee, hier hinzugehen. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn erwischt. Na, jetzt drücke mal die Tür auf. Jetzt geht's aufs Maul. Du entkommst mir nicht, du Ratte. Ja, toll. Jetzt war ich schon da oben, weißt du? So, bam, ihr Ratten. Der gebraucht, glaube ich, sogar. Also ich glaube, das brauchen wir uns jetzt. Also einen weiteren Let's Play South Park Stick of the Truth. So, ich habe jetzt gemerkt, dass der Sound... Kommen wir uns erstmal mit ein, ne? Wenn man nicht ganz der Beschreibung von diesem Spiel vertraut. Ja, gut. Wo waren wir stehen? Ach ja, wir müssen... Don't take the goddamn baby! Yay! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin wieder der Avenger und ich habe einen ganz speziellen Gast dabei und das ist der... Jason, hallo. Ja, den habe ich im ersten Part schon mal erwähnt und was wir heute vorhaben, ist das Pico-Schwert zu holen. Da sind wir schon mal nach Kakariko gereist und haben jetzt einfach, beginnen jetzt mit der großen Tauschquest. Und ich sag euch, diese Quest ist so richtig zum Abreißen. Zum Abklatschen. Vielleicht musst du da lang. Da lang. Hoffentlich. Immer der Nase da. So, ich würde sagen, auf zum letzten Schlag in diesem Spiel. Und jetzt! Flash! Flash! So, jetzt ist hier auch noch weg. Toll. Sind wieder in der Leine. Ja, wir haben ja immer noch Unzahl. Ja. Alleingänger und so. Tja, soweit dazu. Ich habe natürlich mit Let's Plays, Tutorials, wie es halt schon so viele YouTuber gemacht haben, angefangen, bis zu diesem einen Tag. Das erste Ding, das ich ansprechen möchte, beziehungsweise worum ich euch bitten möchte, und zwar, unser Kanal besteht ja jetzt schon einige Wochen, sage ich mal. Wir haben auch einige an Abonnenten schon dazu bekommen, nur leider fehlt uns immer noch ein Intro.
Es wäre auf jeden Fall fett, falls irgendjemand von euch da draußen Bock hat, uns ein Intro zu erstellen oder jemand kennt, der jemand kennt. Ganz genau, Timmy hat nämlich gesagt, also von Clash of Trash 31 damals, hat dann gesagt, er bräuchte ein Intro, ob wir vielleicht einen kennen, der ein Intro machen könnte. Und ich habe mir dann so gedacht, Alter, schreib's einfach mal in die Comments, ich mache das so ohne Gegenleistung, weil einer vorher geschrieben hat, ja, ich mache den Intro, aber nur mit Abo und so und ein bisschen pushen wäre auch nicht schlecht. Ich habe mir dann so gedacht, ich schreibe mir einfach mal runter, mach's es ohne Gegenleistung. Also, wie schon gesagt, ich mache euch gerne ein Intro, habe ich geschrieben, ohne Gegenleistung, ohne Abo, kein Thema. Und das Video ist dabei rausgekommen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Avenger und ich war wieder bei YouTube unterwegs und ich habe Clash of Trash getroffen und die machen echt coole Videos über Clash of Clans und die haben eine Anfrage gestellt, die wollten ein Intro haben für ihre Videos und ich habe sogar noch einen draufgesetzt, ich habe sogar noch ein Kanal-Intro für sie erstellt. Ich hoffe, es gefällt ihnen und sie nehmen es auch für das, was es vorgesehen ist. Also schaut euch rein, schreibt es mir in die Comments, wie ihr es findet und dann bis gleich oder so. Naja, ihr wisst, was ich meine. Tja, viele werden sich jetzt denken, Mann, der fängt immer mit Clash of Trash 31 an. Es hat aber auch seinen Grund. Ohne Clash of Trash wäre ich niemals so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die haben mich dann auf die ganzen Fan-Intros gebracht. Was halt in diesem Sinne mich praktisch zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Klar, ich mache keine Fan-Intros mehr, aber die Fan-Intros, ich habe da so ultra viel darüber gelernt, wie man schneidet, wie man rendert, wie man Effekte einfügt und so weiter. Wo wir dann gerade bei den Effekten sind, ich zeige euch mal ein paar Effekte, die ihr wahrscheinlich vielleicht schon ein bisschen vermisst habt. Ich werde auf jeden Fall auch, wie jetzt eigentlich schon vorhin, werde ich auf jeden Fall wieder mehr Effekte einführen, aber schaut es euch mal rein. Ist sehr interessant auf sich hat. Also bleibt am besten dran und schaut es euch an. Seht ihr gleich. You have failed me for the last time. Bis gleich. Alter, das kann ganz schön ins Auge gehen. Spitz oder was? Mach doch den Kick woanders. Bis dahin. Sag mal, riecht ihr das auch? Na toll. Also ich gehe mich mal löschen und ihr wisst schon. Bis gleich. Also, bis gleich. Alter Mann, ist der aggro, ey. Tja. Ja. Tja, zu Clash of Trash 31 muss ich natürlich auch noch sagen, er hat da natürlich auch ein Antwortvideo gemacht. Das hat mich sowas von berührt, jetzt mal ohne Flachs, ey. Das war sowas von sensationell, was der mich dadurch gepusht hat und gelobt und hat alles in die Infoboxen reingehauen und weiß der Geier, Scheißdenei, sensationell auf jeden Fall. So, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit meinem Account Treasure. Bam, bam, bam. Wie ihr es gerade sicherlich bemerkt habt, wir haben endlich ein Intro. Applaus dafür. Dankeschön. Und zwar ein riesengroßes Dankeschön geht raus an den Avenger, der uns wirklich direkt geantwortet hat. Wir haben ja mal ein Video gemacht, dass wir ein Intro bräuchten, ob irgendjemand von euch Bock da drauf hat. Haben sich auch ein paar Leute gemeldet und der Avenger, der hat einfach nur kurz geschrieben, ja, ich würde es eventuell machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Keine Gegenleistung, dies, das. Richtig korrekt von ihm auf jeden Fall. Bin ich gestern Abend auf das Profil von ihm gegangen und da war es auch schon hochgeladen und er hat noch was draufgehauen. Ich sammle hier eben, was haben wir denn geschafft hier? Verbessere das Rathaus auf Stufe 5. Stimmt, wir sind ja mit dem Rathaus nach oben. Leute, ich bin gerade richtig aus dem Häuschen. Stufe 20 noch erreicht, perfekt. Ich bin gerade richtig aus dem Häuschen. Ihr müsst euch das Kanal-Intro geben, das er gemacht hat. Es ist so heftig. Wir bauen jetzt einfach mal hier nebenher ein bisschen was, solange ich das euch erzähle. Und zwar, ja, wie gesagt, ich bin einfach auf sein Profil gegangen und sehe, Clash of Trash, okay, draufgeklickt. Leute, der hat ein Video rausgehauen.
Ich hau auf jeden Fall mal seinen Link unten in die Beschreibung rein. Da müsst ihr auf jeden Fall vorbei. Ihn müsst ihr abchecken. Also er hat's richtig drauf, wenn es um solche Sachen geht. Er zockt nebenher auch. Das müsst ihr euch geben. Ich würde sagen, ich baue hier nebenher. Und ja, das ist eigentlich auch nur eine ganz, ganz kurze Folge jetzt, dass ihr mal das Intro gesehen habt. Damit ihr das Kanal-Intro gesehen habt, das lade ich jetzt später auch noch vereinzelt hoch, ohne mein voriges Gelaber, das ich gerade mache. Und ja, das war's eigentlich schon mit der kurzen Folge. Gebt euch jetzt das Kanal-Intro und viel Spaß da damit. Haut rein, Leute. Ciao. Und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit meinem Main-Account X-Booster. Und ihr habt es gerade gesehen, Freestar, 3 Sterne, Mut ist jetzt egal. 3 Sterne, damit haben wir die Kobold-Mission beendet, wir schauen uns das an, 150 Sterne. Da kommt aber auch noch so ein kleiner, so ein kleiner Trauerpunkt meinerseits. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu der Zeit den Nils ganz schön in den Hintergrund gerückt von Clash of Trash 31. Was mir ultra leid tut, ohne Scheiß, weil der hat mich da auch so immer ein bisschen in den Videos aufgebaut und gesagt, hier ist der Nils, boah, geiles Video und so weiter und so fort. Aber ich habe das ganz schnell wieder gerade gerückt und was ich da genau gemacht habe, das seht ihr jetzt. Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fanintros. Ich bin wieder euer Evenger und ja, bevor ihr jetzt irgendwelche negativen Sachen in die Comments schreibt oder mich zuballert, hey, wo bleibt mein Intro, ich war viel eher dran, muss ich jetzt mal was dazu sagen. Ich habe mir das neueste Video vom Nils angeschaut, der hatte ein paar Tipps und Tricks hier, wie man sein Aiming verbessern kann, beziehungsweise wie man das Spielen bei Call of Duty verbessern kann, und da kam mir eigentlich wie ein Blitz die Idee, wie ich sein Intro machen könnte, und deswegen habe ich das jetzt mal vorgezogen. Also bitte nicht böse sein, ich bin dabei, den Rest auch noch zu machen, aber ich muss halt gucken, ich muss mir auch ein paar Sachen einfallen lassen, nicht? Und dann muss das Ganze auch irgendwie dazu passen, und deswegen, das war halt jetzt die Gelegenheit, einfach bam, denen das Intro zu geben, und wie schon gesagt, haut's euch rein! Are you listening? Damn. Tja, da habe ich dann natürlich dann auch das Intro für Nils rausgehauen. Er hat es dann auch direkt in die Videos mit reingebaut und so weiter und so fort. Das war auf jeden Fall sensationell. Wie schon gesagt, diese zwei waren so der Knackpunkt, wo meine Abos endlich mal den Punkt erreicht haben, wo sie stiegen. Nicht über meinen anderen zwei Kanälen. Da kann ich leider nicht mehr drauf zugreifen, weil die Kanäle habe ich gelöscht aus lauter Frust. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Da habe ich es nie über die 20 Abonnenten geschafft. Also, weil ich halt wirklich mich so auf die Let's Plays versteift habe und so weiter. Aber wie schon gesagt, die zwei waren auf jeden Fall das Nonplusultra. Aber ich habe natürlich auch ganz, ganz viele andere Intros noch gemacht. Und die zeige ich euch jetzt. Und ich wiederhole wirklich alle. Es kommen jetzt alle Intros, die ich gemacht habe, jetzt nochmal. Live und exklusiv nur für euch. Jetzt eingeblendet. Haut euch rein. Ich gehe mal kurz. Fire dog.
Waren die Intros nicht toll? Also ich fand's, es war eine schöne Zeit. Wie schon gesagt, ich habe sehr, sehr viel dadurch gelernt. Es war einfach nur sensationell. Meine Techniken haben sich so weiterentwickelt, dass ich praktisch von diesem kleinen Intro-Fenster... Intro-Fenster, Alter. Ich meine natürlich von dem Webcam-Fenster dann zu einer richtigen Kamera gewachsen bin. Ich habe dann erst mit dem Handy aufgenommen. Jetzt habe ich mittlerweile schon eine ganze Kamera. Also die Qualität wurde immer besser. Die Effekte wurden immer genialer. Natürlich hatte ich auch hier und da mal ein kleines Tonproblem gehabt. Aber das hat, glaube ich, jeder YouTuber schon mal gehabt. Und ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, die Fan-Intros haben mir so krass geholfen, endlich weiterzukommen, beziehungsweise mich so weiterzuentwickeln, dass es wirklich wert ist, mal viele Abonnenten zu bekommen. Ihr habt die Intros alle gesehen. Ich weiß nicht, ob alle mit dabei waren. Wenn nicht alle dabei waren, tut es mir unwahrscheinlich leid für die, die sich angucken und haben gefiebert. Oh, mein Intro kommt gleich. Tut mir unwahrscheinlich leid. Ich habe keins mehr gefunden dann einfach so, sage ich jetzt mal. Ne? Aber jetzt sind wir auch schon beim nächsten. Ich kam ja dann zum Avenger Talk und da ging das dann immer weiter. Und da habe ich dann auch an diesem einen Tag dann wirklich gesagt, es gibt keine Fan-Intros mehr. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren auf die Arbeit. Ich war ständig nur im Gedanken, was kannst du für Intros basteln? Wo kriegst du Schneidematerial her? Wie kannst du das so machen, dass sich nicht alle direkt in den Comments, also dass sie dich direkt in den Comments zerfetzen und so weiter? Und da habe ich mir dann gedacht, in diesem Video mit der Auflösung der Verlosung, was dann natürlich auch der Knackpunkt war, warum das mit der Verlosung so ewig gedauert hat, weil ich halt ständig bei diesen Fan-Intros war. Und das ging mir gar nicht mal aus dem Kopf, weil ich ständig irgendwas machen musste und, ach, wie schon gesagt, da habe ich mich dann wirklich entschieden. Deswegen habe ich mich auch entschieden, jetzt keine Intros mehr zu machen. Auch die Anfragen, die das letzte Mal gekommen sind, es geht einfach nicht mehr. X-Raichi, es tut mir wahrscheinlich leid, du wolltest ein FIFA-Intro haben, konnte ich jetzt nicht machen, aber, wie schon gesagt, es ist halt, klappt nicht. Ich möchte es auf jeden Fall bei Let's Plays belassen, ja, wo wir auch schon zum nächsten Thema kommen eigentlich. Es gab ja noch ein Video, das hat mich so krass erschüttert. Guckt euch an. Kanäle sind natürlich die neuen unten in der Videobeschreibung drin. Ja. X-Pust und NX-Chipso. So, willkommen hier zu einem neuen Video, was auch das letzte Video auf dem Kanal sein wird. Wir haben folgende Entscheidung getroffen, und zwar, dass wir jetzt getrennte Wege gehen werden. Das ist jetzt echt kein Spaß oder sowas, das ist echt richtig ernst. Timmy macht jetzt dann auf seinem eigenen Kanal Videos. Tja, wo die beiden sich dann natürlich getrennt haben. Ich habe dazu dann auch wieder mal Fan-Intros und Banner gemacht. Und wie das Video ausgesehen hat, zeige ich euch jetzt. Ich weiß, es ist eine lange Folge, aber hey, es ist halt nun mal so. Abonnenten-Special. Ihr wisst schon, so ist es. Tja, nun jetzt willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fan-Intros. Ich bin wieder euer Avenger und tja, ich habe heute mal was ganz anderes vor. Bevor ihr das jetzt seht, bitte nicht böse sein, um Gottes Willen. Es ist nämlich die Woche was passiert, womit ich niemals Ich habe schon damit gerechnet. Und zwar Clash of Trash 31 haben sich
getrennt. Drei macht also Call of Duty und der andere macht halt eher so Vlog-mäßig und Clash of Clans, Clash Royale und da haben sie sich halt gedacht, okay, machen wir es separat, dann sind wir für jeden da und jeder kann dann gucken, was er möchte. Wenn er beide sehen will, soll er beide abonnieren, ist ja kein Thema. Auf jeden Fall, ich habe auch direkt eine Anfrage vom Nils bekommen, ob ich ein Banner und ein Intro machen könnte. Und ja, der X-Post in dem Fall, also ich fange nochmal von vorne an. Der Nils, sein Kanal heißt jetzt Enshizo. Ja, genau. Der heißt Enshizo und der Timmy hat seinen Kanal X-Booster genannt, wie sein Main-Account bei Clash of Clans. Und ja, wie schon gesagt, ich werde die auf jeden Fall beide nochmal hier oben verlinken und natürlich auch in der Videobeschreibung, damit ihr auch genau wisst, wo ihr hinschauen müsst, falls ihr euch dafür interessiert. Ich denke aber schon, weil die meisten meiner Abonnenten kommen ja von den beiden schließlich, ist ja klar. Und ja. Wir fangen an mit X-Booster in dem Fall, also mit dem Timmy. Der hat nämlich seinen Kanal, also die ersten drei Videos, die ich mir jetzt angeschaut habe, das war so mehr so ersten Infovideo, also so ein Kanaltrailer kann man sozusagen, und das andere war schon mehr so in die Vlog-Richtung. Deswegen wusste ich jetzt nicht so genau, den Banner so gestalten oder so, nur Clash of Clans, nur Clash Royale, ist ja völliger Blödsinn. Also habe ich mir gedacht, hauen wir da ein bisschen was dazu und ich würde sagen, schaut euch jetzt diesen Banner an, twitch ihn mal kurz rein. Tja, so sieht das Ganze dann aus und ja, anschließend natürlich, damit das Video nicht so allzu lange in die Länge geht, würde ich mal sagen, haut euch das Intro rein. Bis dahin, bis gleich. Ja, so viel zum Timmy und sein Intro. Schaut auf jeden Fall bei seinem Kanal vorbei. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommt. Immer bei der Aufnahme, ist furchtbar. Schaut sich auf jeden Fall an. Ich finde es sehr interessant, was er macht. Und ich bin sehr gespannt, was da auch noch auf uns zukommt. Vielleicht möchte er auch ein paar andere Spiele haben. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, falls er noch was anderes braucht oder seinen Kanalbanner vielleicht ein bisschen ändern möchte, weil er eventuell in ferner Zukunft mal was anderes machen möchte, wäre kein Problem. Einfach bei mir in die Comments reinschreiben oder mir seinen Skype-Account geben oder einfach bei mir bei Skype vorbeischauen oder auf Twitter oder weiß der Geier, wo er gerade hin will. Und ja, dann werden wir uns darum kümmern. Kommen wir auch schon zum zweiten, und zwar den Nils. Er macht ja Call of Duty Black Ops 3, macht da ein bisschen mit Challenges und so weiter und so fort. Hat auch schon während einem Gameplay, glaube ich, auf jeden Fall hat er im Gameplay auch schon mal Fragen beantwortet und so weiter und so fort. Also da kann man es ja eigentlich Black Ops 3 halten. Wie schon gesagt, auch bei ihm, wenn er gerne was anderes haben möchte, muss er sich bei mir melden. Er hat mich ja auf Skype schon geedit, deswegen würde das, glaube ich, kein Problem darstellen. Er hat es natürlich auch schon bekommen und deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich zeige euch erstmal seinen Banner, weil er hat nämlich auch eine Anfrage gestellt. Schaut ihn euch an, ich switch ihn rein. Tja, sieht der Banner aus, wie schon gesagt, Call of Duty gehalten und tja, was kann man dazu noch hinzufügen? Ich habe natürlich auch ein Intro gemacht. Es ist zwar nichts Neues, ich habe lediglich eigentlich nur, ja, das ist ja eins meiner Templates, was ich schon mal angekündigt hatte. Ich habe da lediglich ein neues Logo verwendet und den Namen geändert und ja, wie schon gesagt, schaut euch das Intro nochmal an. Für die, die es nicht kennen, in diesem Sinne, Intro ab und bis gleich! Are you listening? Damn. Tja, das war auch schon das Intro vom Nils. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall sein Kanal hier oben auch nochmal eingeblendet. Tja, so viel zu dem Video von X-Puste und NX-Schizo, wo ich dazu sagen muss, in dem Video habe ich N-Schizo gesagt. Alter, ich habe mir dann so im Nachhinein gedacht, boah, was war denn mit dir los, Alter? Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, Nils, du arme Sau, du wirst jedes Mal einfach nur so vernachlässigt. Das ist übelst krass und so. Aber hier an der Stelle nochmal fettes Respekt für eure Fußball-Challenge. Sensationell, aber wie schon gesagt, es steht 1-1. Timmy hat auf seinem Kanal gewonnen und du, Nils, hast auf deinem Kanal gewonnen. Also steht 1-1. Macht mal ein neues Video und so. Aber das ist ja hier gar nicht jetzt das Thema. Tja, ich weiß, es war ein langes Video. Wie schon gesagt, mir hat es megamäßig Spaß gemacht, das alles zusammenzuschneiden. Und ich hoffe, es hat euch tierisch gefallen. Wenn ja, dann auf jeden Fall diesen Button wieder drücken. Und wenn ihr es richtig krass fandet, für die, die jetzt neu dabei sind, einfach auf diesen Button klicken.
Wie immer, in jedem Video werden diese zwei Buttons eingeblendet. So viel gemacht hat mir das. Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe die 100 Abonnenten, Alter. Ja, mittlerweile ja 106, aber ich hoffe, das wird jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr. Wie schon gesagt, zu The Walking Dead nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe mir übrigens, Timmy, nach deinem Kommentar, zock die 400 Tage, habe ich sie mir natürlich direkt bei Steam gekauft. Sensationell, wird auf jeden Fall als nächstes kommen, nach diesem Special. Und natürlich auch, ich muss jetzt noch 3 Tage arbeiten, dann geht endlich mein Videotagebuch los. So, die Anti-Raucher- bzw. Stinkkampagne geht dann endlich mal los. Wo ich dazu sagen muss, das wird auch eine krasse Aktion und da wird wirklich jeden Tag ein Video kommen, wie ich mich fühle, wie ich mich vorbereite und so weiter. Seid auf jeden Fall gespannt, es wird mega sensationell. Und wie schon gesagt, zwischendurch werden auf jeden Fall jede Menge Let's Plays auch noch kommen. Also ich werde da richtig auf die Kacke hauen. Wenn mein Urlaub kommt, dann kommt auf jeden Fall ganz viel. So, es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Wie schon gesagt, mir hat es megamäßig Spaß gemacht, also die ganzen Videos nochmal anzuschauen, wie sich das Ganze entwickelt hat mit der Kamera, mit dem Ton und so weiter. Wie viele krasse YouTuber ich kennengelernt habe von euch, die mich einfach so feiern und unterstützt haben die ganze Zeit. Immer schön in die Comments reinschreiben, dass ich auch weiterkomme. Und wie schon gesagt, ja, jetzt gibt es natürlich dann auch noch eine Verlosung, aber die gebe ich jetzt gleich in der Endcard nochmal, ne? Wie schon gesagt, also wir sehen uns definitiv gleich. Da sind wir auch schon in der Endcard, meine Freunde. Und jetzt kommen wir natürlich auch zur Verlosung. Natürlich gibt es wieder einmal ein T-Shirt und eine... Machen wir jetzt mal eine Karte? Ich glaube, wir machen wieder mal eine Karte, weil das bringt euch am meisten. Zumal die meisten Abonnenten dann sowieso Handyvideos aufnehmen. Mache ich dann auch mal wieder dieses Angebot. Und zwar, wie schon gesagt, entweder eine iTunes-Karte oder eine Google Play Store-Karte oder eine... PaySafe-Karte. Und ja, das war es eigentlich schon, ne? Also für die Handys sind dann Dings und PaySafe-Karte. Ja, ich glaube, da sind wir soweit durch. Auf jeden Fall für die, die mit dem Handy aufnehmen, ich sehe es immer noch, dass sie dieses dumme Wasserzeichen da oben irgendwo haben. Ich meine, es ist doch Ehrensache, da sich das Programm zu holen, dass man dieses scheiß Wasserzeichen nicht mehr hat. Das ist auf jeden Fall eure Gelegenheit. T-Shirt-mäßig habe ich mal ein paar Motive vorbereitet. Ich blende die hier nochmal ein, wie beim letzten Mal und... Da sind die 3. Sucht euch eins aus. Wie schon gesagt, das Ende der Verlosung gebe ich wie immer, ich denke mal nach dem Urlaub gebe ich das bekannt. Also in jetzt, ab jetzt dann 2 Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Die Kriterien dafür auf jeden Fall, ihr müsst ein Abonnent von mir sein, ist ja völlig logisch. Und Kommentare schreiben, Kommentare. Ich werde beurteilen nach den Kriterien, wer am meisten Kommentare schreibt und wie sinnvoll diese Kommentare sind. Also ich möchte dann nicht lesen hier so, boah, nice Video, mach weiter so oder so, sondern wirklich, was ich praktisch zu euch sage, was ihr schreiben könnt oder fragen könnt oder ne, halt was zum Content passt. Wäre ganz nice, wenn da mal was kommt, weil ich bin immer so schnell durch beim Lesen und ich lese ja unwahrscheinlich gerne, nicht in den Kommentaren. Also wer macht das eigentlich nicht gerne? Und wie schon gesagt, bei nice Video, cool, Daumen hoch, Like, hast du safe und so, dann bist du ja immer relativ schnell durch und ich möchte echt immer so eine halbe Stunde sitzen, das wäre echt nice, obwohl das ist auch ganz schön lang. Aber hey, tja, wie schon gesagt, ich bin hier am Ende meines Videos angelangt. Die Buttons habe ich, glaube ich, schon vorgeführt. Ja, habe ich. Habe ich definitiv gemacht. Auf jeden Fall, ich würde einfach mal sagen, ich verabschiede mich von euch, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und nochmal sehr sensationellen, krassen, obergeilen, sensationellen vielen Dank an die, die mich immer unterstützt haben und die wirklich von Anfang an mit dabei sind. Ich könnte jetzt so viele Namen vorlesen, aber dann zieht sich das Video so krass in die Länge, dass es sich keiner mehr bis zum Schluss anschaut. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, Verlosung nicht vergessen. Wenn das Ganze dann raus ist, werde ich das so schnell wie möglich bereinigen, beziehungsweise nicht, dass es wieder so läuft wie beim X-Raichi, dass ich da fast 3 Monate brauche, um das T-Shirt nachzuliefern, nicht? Also da werden wir auf jeden Fall dran arbeiten. Wie schon gesagt, Playlisten habe ich auch schon gemacht. Ich habe eigentlich so ziemlich alles abgehakt, was man hier so machen kann. Wie schon gesagt, also verbleiben wir dabei. Ich bin auf jeden Fall wieder bei Avenger. Bleibt anständig, baut keinen Müll. Es war mir eine Ehre für euch, ein Video gemacht zu haben. Vor allem endlich das 100er Abonnenten-Special und wie schon gesagt, macht sich gut, macht's besser und in diesem Sinne, Servus, Alter.